So, wir machen weiter bei Secret of Evermore. Das letzte Mal haben wir... Nee, wir haben gar nicht, sondern der Depp von Tyrann oder wer das jetzt genau war, der König da wahrscheinlich, ich weiß es nicht, hat als verkleideter Hektor die Juwelendinger in die Statue eingesetzt, woraufhin wir einen Boss bekämpft haben und dann ist alles explodiert und hat hier den Weg freigelegt und jetzt sind wir da in die Höhle gegangen, die vorher von Wasser umgeben war. Egal, wir sind jedenfalls hier. So. Und da machen wir weiter. Boah, Alter, du bist neu. Hä, hey, warum ist er neu? Andere Farbe. Du hast ihn aber schon mal bekämpft. War? Stimmt, du hast recht. Da hast du die Axt bekommen. Richtig, richtig, richtig. Du bist doch nicht neu. Mein Fehler, sorry. Ich dachte, das ist jetzt so ein spezieller, von dem ich wieder irgendeine Waffe kriege oder so. Oh, wow. Okay. Nee. Wenn die nicht so schnell werden, die sind ja nicht stark. Ach. Really? Ja, komm, dann mach du das, Wolf. Ganz im Ernst. Hier, da, los. Der ist noch nicht aufgeladen. Na bitte. Reicht sogar. Normal, darauf haben wir alles. Wir können sie wahrscheinlich auch einfach normal verprügeln. Prima. Wahrscheinlich. So. Kommt irgendwas raus? Nein? Okay. Doch. Nein, nicht wirklich. Ich bin ja mal gespannt, wo das jetzt hier hinführt. Ja, ich auch. Ich dachte eigentlich nur, dass du eine Zauberformel bekommst. Ja. Ach so, du. Okay. Hm. Ja, Mensch. Ich schätze mal schon, dass es nur auf eine Zauberform hinausläuft, nur dass man ein bisschen mehr dafür tun muss. Ja, richtig. So ein paar Krüge vielleicht noch. Juhu, der erste Gang ist nackt. Mit Mondstein oder mit einer Zauberperle. Die nehme ich auch gerne, die benutze ich zwar nicht, aber naja, irgendwann bestimmt schon. Bleibst du mal stehen? Du bleibst stehen. Danke. Und du noch. Reicht der normale? Reicht der normale? Mist. Wo ist er denn jetzt? Da. Na bitte. Yay. Oh. Yes! Triple Kill zusammen mit Wolf vor allem. Oh nein, ich muss zu dem einen, glaube ich, komme ich nur durch Teleport, dann ist der eh wieder da. Mhm. Okay. Zack. Jawohl. Danke. Scheiß Vieh. 57 und... Was? Nicht aufgepasst. Da. Ach, auf Wölfe. Der ist ja voll, der ist ja gelevelt. Gut gemacht. Das war doof. Na komm, dann gleich nochmal. So. Hä? Trollvieh. Einfach von der anderen Seite. Hallo? Super. Hör auf, da rumzulaufen. Zu bekämpfen überhaupt. Ach komm. Nicht. Keine Ahnung. Vor allem darfst du ja noch voll viel töten. Richtig. So, das war der erste Gang. Jetzt gehen wir erstmal durch den rechten. Weil ich denke mal, damit. Oh. Ja, da geht's ja weit. Okay. Da muss ich dann sowieso erst noch was. Ah, super. Ja, danke. Du bist so nutzlos. Mach ich das. Zack. Ach komm. Perfekt. Wolf erklärt das hier, das ist super. Der macht halt echt mehr Damage wie. Och nö, ich muss die Axt nehmen. Ja, vor allem ist er zwei Level unter dir. Zack.
Gut. Alter. So. Yay. Kann ich den schon aufladen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Oh, die hatten nicht ein einziges Level. Na gut. Du hast dann nur die Wände zerstört und immer gewechselt. Ja, wahrscheinlich. Ach, soll ich die jetzt echt leveln? Ich weiß ja nicht. Ich brauche die doch eh nicht zum Kämpfen. Nö. Das war der falsche. Das Ding sieht aus wie ein Streichholz. Ach, natürlich. Good job, Connor. Reine Schikane. Gehe ich erst den anderen Weg, so. Wow. Lass mich in Ruhe. Lass mich... Niemals. Hier. Ach, komm schon. Wirklich. Ich denke, der hat so 150 oder so. Oder 130. Ah. Was ist das denn jetzt wieder für ein Shit? Mit der Axt bestimmt nie durch. Dann, dann. Natürlich nicht. You need a different item. Also, dann gehen wir jetzt mal hier durch. Da waren wir noch nicht. Danke. Und so lade ich mich über. Ah, super. Flup. Flup. Danke, oh nein. Wow. Das spawnt nicht mal neue Gegner. Ja, das verschiebt einfach nur die Dings. Auch gut. Trotzdem weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, den jetzt einsetzen bringt ja irgendwie nichts. Nee. Hat voll viel gebracht, hier reinzugehen. Wo waren wir jetzt noch nicht? Ich glaube, du warst überall, außer halt in der Mitte dadurch. Ja, aber in der Mitte ist ein Gitter. Vielleicht darfst du nicht alle Schalter aktivieren oder so. Das wär's ja. Oder ich muss erst irgendwas haben, um da oben durchzukommen. Oder das. Das heißt, vielleicht ist das hier für später sogar. Backtracking und so. Mach die Scheiße auf. Oder du hast was verplant. Hier nicht. Warum ist hier oben eigentlich kein Geländer drauf? Da. Stimmt. Voll komisch. Hat mich gerade eben schon gewundert. Hau mal mit der Axt gegen. Ich will es nur wissen. Ich denke, da passiert nichts, aber hey. Das wär's ja. Ja. Trotzdem voll komisch. Warum? Ach, vielleicht weil der Teleporter da im Weg ist. Ja, hier auch. Ja, richtig. Das ist einfach wegen dem Teleporter. Oh, vielleicht muss man auch alle Gegner kaputt machen, dann geht das Tor in der Mitte auf. Vielleicht. Und den hast du verplant. Auf den hatte ich keinen Bock und ich weiß auch schon wieder warum. Vor allem macht er null Schaden. Bester Gegner. Null Schaden. Bei mir macht er ordentlich Schaden, bei Wolf macht er keinen. Danke. Soll ich jetzt irgendeinen Scheiß hier aufkriegen? Natürlich nicht. Ja. Keine Ahnung. Ich denke, du verschwendest Zeit. Meinst du? Meine ich auch. Ich komme hier nirgends hin. Ja, hier komme ich nur hier hin. Und wie ich das aufmache, habe ich weiß ich nicht. Irgendein Zauber spät. Oder hier schon irgendein Zauber. Was habe ich denn so dabei? Telekinese.
Arnold. Nope. Oh, ich kann nicht mal Telekinese einsetzen, weil ich keine Pepperoni habe. Pfeffer. Na gut. Hauen wir ab. War auch nichts mehr, ne? Nee. Yay. Zeitverschwendung. So ein Käse. Gar nicht, wir haben eine Zauberperle bekommen. Eine Zauberperle. Habe ich da irgendeine Fähigkeit drin? Ah, wo waren die jetzt wieder? Hier, irgendwo da. Was denn bitte? Ich glaube, du brauchst nie Zauberperlen für irgendetwas. Weil du die verschwenden kannst und dann kannst du sie nicht mehr einsetzen. Sehr gut. Ja, dann. Du kannst ja kurz rein rausgehen und dann gucken, ja, ob du einfach nur auf den mittleren Schalter treten musst. Scheiße. Ich dachte eigentlich, da kannst du schon was machen. Naja. Danke. Hallo, tschüss. Au. Klar. Ja, nee. Gar nicht viel wieder. So. Ach. Fassbar. So. Okay. Wenn es irgendeine Reihenfolge gibt. Aber das wäre Schwachsinn. Ich denke eher, du solltest nicht hier sein. Ich glaube auch. Na gut, merken und irgendwann zurückkommen. Ja. Yay! Haben wir mitgelevelt. Ja, so ein bisschen. Heute hast du es aber mit Dings, ne? Ja, irgendwie schon. Ja gut. Ach so, dann gehen wir über den Weg zurück. Keine Ahnung, was jetzt schneller ist. Würde sagen, wenn ich den Weg finde, dann hier. So. Ist eigentlich nochmal der Hector zum Quasseln oder wir sind ja vorhin direkt hier runtergelaufen? Nö. Nur die Speichertussi ist da. Okay. Hi. Flügel! Aha. Oh, ich will ja die blöde Axt. Auch wenn ich nicht weiß, warum ich das kaputt machen sollte, aber hey. Ach, das geht gar nicht kaputt. Was ist das denn? Hua! Da wollte ich nicht. Au, aua! Au! Ja, das war ja super. Huch. Dunkelheitsgebiet, ja wo? Alter, was blitzt denn hier? Huch! Alter, schon wieder solche Teleporter.
Au! Nicht gesehen, das Vieh. Tja, viel Spaß in dem Gebiet. Ach, dieses Geblitze ist dezent. Alter, da, das soll nicht so aussehen, oder? Weiß ich nicht. Niemals. Sieht komisch aus. Alter, das ist ultra der Bug. Hilfe! Eigentlich soll es nur so dunkel sein, meine ich. Ja, eben. Scheiße. Gott, raus hier. Es gibt... Oh Gott, das Geblitz ist ja scheiße. Das ist ja furchtbar. Nee. Das sollst du nicht machen. Nee, natürlich nicht. Oh Gott. Bleibt das lange dunkel hier? Ja, das ist der neue Dungeon sozusagen. Nein! Mit ganz vielen Teleportern. Ich hasse es da unten. Wegen der Dunkelheit auch noch. Ja, und auch jetzt heißt die ganze... Oh Gott. Ja, sorry, YouTube. Scheiße. Es gibt irgendeinen Layer, den ich ausschalten kann, dass das nicht so rumnervt? Wahrscheinlich nicht. Wow. Layer 2 vielleicht. Ja, aber dann... Ja. Ja, dann ist die Dunkelheit weg. Aber es flackert trotzdem noch. Oh! Das Flackern kommt nur von diesem Schatten. Sobald ich das hier ausmache, ist das weg. Allerdings sehe ich dann natürlich den Weg. Was machen wir denn da? Na, du könntest es auslassen, ist glaube ich angenehmer. Ich glaube für YouTube ist es angenehmer. Ich meine, dann sehe ich zwar den Weg und so und das ist ein bisschen einfacher dann alles, aber ich denke mal, die Zuschauer werden so mehr mögen. Yay. Ist natürlich trotzdem ein bisschen blöd jetzt, ne? Aber andererseits gefällt mir das so auch viel schöner. Als so. Ja, dieses, das Flackern, nee, das kann ich keinem antun. Das geht nicht. Nee, das geht mir eh schon auf den Sack, also. Na gut. What's that? Kann ich hier... Stimmt nicht. Nee. Natürlich nicht. Okay. Was bist du denn hier? Oh, diese Maus da wieder hier. Okay. Ich verliere dezent die Orientierung. Ach, hier geht's nicht weiter. Was? Okay. Ah, hier auch nicht. Also muss ich da rein. Gut. Oh, jetzt sind wir hier oben. 3 Zauberperlen. Die ich nicht einsetze. Da geht's nicht weiter. Mal hier hoch. Oh, was? Nein! Hier. Zack. Ich wusste doch, das sieht irgendwie komisch aus. Aber jetzt bin ich beim Boss gelandet, das ist natürlich blöd. So ein bisschen. Weil ich weiß jetzt natürlich nicht, wie lange der noch dauert. Oh, du bist schon beim Boss? Ja, ich bin irgendwie hingelaufen. Krass. Und ich muss den Layer wieder einschalten. Weil ohne Layer... nicht so hübsch.
Hagelsturm. Au, okay, das hat nicht wehgetan. Aber ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst in dem Dungeon. Das weiß ich nicht. Ich mag das Dunkelzeug nicht. Aber ich nehme an, da kann man eh nochmal durchlaufen. Zack. Na, ist irgendwie auch nicht schwer. Ich kann im Prinzip einfach sogar stehen bleiben und dann wirkt es ein bisschen merkwürdig, weil man sich nicht anstrengen muss. Ja, aber ist ja meistens so, dass die späteren Boss irgendwie leichter werden. Das ist irgendwie echt krass. Naja. Viel mehr kannst du aber auch nicht erwarten, glaube ich. Also. Anfangs wirkte das noch so hart, jeder Boss, und jetzt ist das irgendwie relativ easy going. Jo. Okay. Am Anfang hattest du halt noch nicht diese aufgeladenen Sachen. Das stimmt. Und die Bosse haben auch irgendwie nicht so viel Leben, ich weiß. 5000 Juwelen, jawohl. Honig! Oktopus gibt Honig. Hey, Kleiner, los in den Eimer. Ja, lass Wolf unten, kein Problem. Jetzt ist klar, warum der Brunnen ausgetrocknet ist. Diese Kreatur muss der Grund dafür gewesen sein. Gut, dass du sie vernichtet hast. Bist du eigentlich auf den Grund des Brunnens gekommen? Mein Hund und ich folgten einem unterirdischen Gang. Es war dort sehr düster, außerdem liefen dort ein paar Typen mit Umhängen herum. Das waren Oglins, gefährliche Monster, so sagt man. Sie sollen zwei Köpfe haben und messerscharfe Zähne und Klauen. Ja, fast. Die hat eine Schaufel oder so. Ja, ich weiß nicht, ob das so ganz zutrifft. Naja, egal. Könntest du den Hund hochholen? Er ist noch unten. Aber sicher. Hey Wolf, spring in den Eimer. What the f... Wow. Ich endete mit einer Überraschung, aber das habe ich nur nicht erwartet. Ein lila Pudel. Ja, der Pudel. Mein Hasshund. Ich konnte ihn leiden. Und noch ein prächtiger dazu. Wo sind wir hier? Nun, ihr befindet euch südlich vom Chaosturm, der neuen Burg der Königin. Ihr solltet die Königin besuchen, sie hilft euch sicher weiter. Aha, Chaosturm, das habe ich doch schon mal in den Kommentaren gelesen. Ach ja. Okay. Auf Wiedersehen. So, ich will jetzt nur ganz kurz wissen, ob ich hier nochmal runter kann. Das wäre voll nett. Nein. Gerade. Scheiße. Später vielleicht. Aber momentan glaube ich nicht. Nee. Na gut. Dann belassen wir es dabei. Jo. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Nächstes Mal erkunden wir das neue Gebiet. Und tschüss.